Ich glaube, angesichts der Bilanz der österreichischen Bundesregierung seit einem Jahr und zwei Monaten, dem Chaos und die Wirtschaftsdaten, dem Corona-Chaos, einer Ministerin, die sich ihre Karriere mit Seepocken erschwindelt. Ich meine, wir erinnern uns, vor vier Wochen hat uns der Plagiatsfall der Frau Aschbacher vulgo Seepocken ereilt. Am Innenminister Nehammer, der vier Tote in der Wiener Innenstadt mitverursacht, weil es politisch Verantwortlicher den Terror nicht bekämpft hat. Ich meine, Freunde, was soll noch passieren? Sollen es gleich die ganze Regierung als Panzerknacker in einer Bank einfallen, damit man sie dann verhaften und absetzen? Ja, was soll denn noch passieren? Also Minister, die reihenweise versagen. Eine Wirtschaftsministerin, die das Kaufhaus Österreich installiert, quasi die Schluchtenscheißer-Antwort auf Amazon für 1,4 Millionen Euro, dass jeder x-beliebige Student in dem Land um 2.000 Euro gemacht hat, dieses Kaufhaus Österreich. Was soll denn passieren? Was soll denn passieren, wenn ein österreichischer, exakt dubiose Firma, was soll denn einem österreichischen Bundeskanzler noch passieren, wenn das Ausschreibegesetz umgeht, die heilige Kuh unseres Vergaberechts umgeht und dann direkt bei irgendwelchen Pharmafirmen, mit denen er gut befreundet ist, Millionen von Tests bestellt, wo sie dann die Bevölkerung nicht testen lässt. Eine Ministerin, die Plagiatsfälle hat. Ein Innenminister, der die Terroristen zulässt. Ja, also und jetzt nur ein Finanzminister, bei dem die Justiz Sheriff Kottan ermittelt, ja, ein- und ausgibt. Ja, was soll denn noch passieren? Die Grünen hätten heute dem Misstrauensantrag zustimmen müssen. Der Bundespräsident hätte eine Expertenregierung eingesetzt, weil die Frau Biedermann hätte es 20 Mal besser gemacht als der Sauhaufen am Bundeskanzleramt, und in einem halben Jahr im Herbst hätten wir wieder gewählt. Ganz einfach. Der Herr Bundeskanzler Kurz führt uns eben in die italienischen Verhältnisse. Deswegen sage ich ja, der Giulio Andreotti sitzt in seinem Grab in Rom und applaudiert. Na so ja, ein Mafiosi hat er noch nie gesehen. Naja, jetzt kriegt er.